So Leute, weiter geht's und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Paper Mario. Wir gehen jetzt Maus Tafer treffen. Okay. Wir sollen Maus Tafer treffen, das heißt, wir sollen jetzt über die Dächer latschen. So, können wir nicht drauf? Leider nicht. Und da rein. Hey, netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Wer bist du denn? Ich bin Maus Tafer. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Chic. Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich kenne viele Leute, aber du bist mit Abstand der netteste Kerl von allen. Dein Name ist also Mario. Schatz, dass du zu den Stadtruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Da werde ich dir das Ganze für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihnen fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Ich bereiche dir dies. Pulsjuwel. Pulsjuwel ist der Schlüssel zur staubtrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du näher der Ruine, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel an dem schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Leute? Ich habe so mein Gefühl, dass ich weiß, wo wir hin sollen. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo unser geliebter Tempel ist. Halt, sind wir geladen? Nee. Wir sind halb geladen. Haben wir noch Items? Krankenpilz. Was anderes. So. Na dann, auf geht's. Wir haben unser Ziel, ich weiß, wo wir hin sollen. Immer mit dem Super Spin. Nein! Gut, machen wir es eben. Powerbombe! Bang! Oh, das nenne ich eine Explosion. Auf du. Mit 52 Sterngrillpunkten geht's weiter. Ja. Ich hab's Gefühl, dass ich weiß, wo wir hin sollen. Ihr wisst, welche Stelle ich meine. Ah! What the hell? Nein! Flucht! Yes! Sofort die Flucht ergreifen. Ich weiß, wohin es geht. Ah! Ah! Das war extrem. Ich werde nach der nächsten. Ich weiß, wo wir hin sollen. Ich bin mir ganz sicher. Ich wusste es! Leute, ich wusste es! Oh Gott, jetzt werden wir zerstört. Oh Gott. Das nenne ich mal ein Tempel. Oh
Mustafa weiß, was jetzt kommt. Ich krieg die Gänsehaut, Leute. Ihr habt jetzt live miterlebt, wie der Tempel erweckt wurde. Jetzt gehen wir rein. Leute, wenn ich nicht mehr lebend rauskomme, dann vergesst mich nicht. Joa, ich bin der grausreckige Tutankhupa, der unbarmherzige König der Wüste. Wer wagt es, einen Fuß in meinen Wüstenpalast zu setzen? Sprich und zeige dich. Verlass diesen Ort sofort, sonst wird Unheil dich befallen. Sorry, falls ich jetzt hier verrecken sollte. Ich will nicht dran denken, okay. Ganz langsam. Ah! Ärger! Bashing! Bashing! Yeah! Das nenne ich Bashing! Powerbombe! Feuer! Bang! Wir haben jetzt 4 Sternpunkte drauf bekommen. Es fehlen uns noch 44 für den nächsten Rang. Oder für das nächste Level. Langsam. Da ist doch was! Ich küche Orden! Ich kann den Orden riechen. Und 1, 2, 3, die! Wir haben jetzt. So. 1, 2, 3, die! Stirb! Ha! Daneben, du Schleichbotter! Okay, ist kein Roboter, das ist jetzt absolut. Bam, das gewesen, meine Bezeichnung. Los, Body Slam! Au, au, es tut weh, es tut so weh. Okay. Au! Friss das! Hier, der Hammer des Todes! Vier Punkte, uns fehlt nicht mehr viel bis zum nächsten Rang. Und Orden. Das sind Stachelschildorden erhalten. Kein Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Schlechter Orden. Umrüsten. Alle Orden. Mit Stachel brauchen wir 2. Ich würde der Power und Rabatt rausnehmen und für den Stachelschild reinholen. Jetzt können nämlich mal kreuzweise. Machen wir mal Power Downs. Okay, Power Downs hat's gekillt. Body Slam. Au! Oh. Crap! Mein, das eiskalt Band. Powered out! Alter, ich kann unendlich machen! What the hell? Leute, das war der unendliche Powered out! Merle! Ach so. Hau drauf, Mario! Der kann doch nichts mehr! Aber ernsthaft, die Fähigkeit ist geil! Und dann steht die Tatsache, dass du den Powerdown so oft einsetzen kannst, wie du willst, das ist noch geiler! Ja. Ein Schlüssel.
Ärger. Gehen wir hoch. Wer schießt eigentlich immer so gerne? Ja. Oh Gott! Gibt's noch was, bevor wir runterfallen? Okay. Wir rennen hier wirklich in einer Art Pyramide rum. Lol. Ja, du hast meine Warnung ignoriert. Do now! Von meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Mumie des ewigen Sands werden. Ach, komm schon, hör auf mit solchen Sprüchen. Da kommt einer. Ah, Gegner! Wie nett! So. Das reicht aus, um Powerbombe einzusetzen. Der mit seinem miesen Schild. Dir rupfe ich das Maul. Riss das. Body Slam. Wir müssen wohl jetzt etwas mit dem BP sparen. Bis wir wieder genug haben für ein Level Up. Es fehlen ja nur noch 30, dann ist das Level Up wieder voll. Dann können wir uns ein Level Up freischalten. Was passiert, wenn wir ein Level Up haben? Ne, das Blatt hätte ich mir gerne mitgenommen. Alter, das geht zu tief in den Tempel. Oh mein Gott. Schauen wir uns hier um. Wir gehen erstmal hier rein. Ein Orden. Aber wir haben nicht die Machtsteine der Stärke zu zertrümmern. Wir haben uns den Orden vor. Noch eine Etage. Au! Blöd, Mann! Fliegen fort! Los. Bam. Okay, da hat ihn zerfistelt. Aha. Bam. Gibt's immer noch. Spür den Macht meines Body Slams. Und sei down. Wisst ihr auch, wir haben auch schon wieder ein paar Sternpunkte gesammelt. Doch nicht mehr lange bis zum Level ab. Parakami, dein Einsatz. Jetzt kommen wir unsere Bombe zum Einsatz. Und sprengen. So. Damit kann das Land abfließen. Und wir kriegen einen Sternsplitter. Das heißt, wir haben wieder mal ein paar Sternsplitter. Wir sammeln weiter Sternsplitter. Runter. Wann wir da durch diesen an dem Stein vorbei können und ja. Arm bekommen, habe ich keine Ahnung. Was war das? Okay, Gegner. Stirb. Dank des Stachelorns haben wir
einen Vorteil. Wir holen Koopa jetzt im Einsatz. Ha! Stirb! So, der ist weg. Jetzt hat Koopa seinen Auftritt. Oh. So. Und weg. Aber wir haben es geschafft. Nein, wir müssen uns wieder aufladen. Pilz fressen. Und gefistet. Erstmal dich zu Tode fisten. Und bam. Wollen wir uns dieses Flattervieh. So wie das hier. Haha. Das hat so schön was von gesessen. Und wieder ein Gegner. Wie löst man das Problem? Donnerblitz. Nee. Das hat nichts gebracht. Das hat nur schlimmer gemacht. Wer könnte uns helfen? Ach du Heilige! Bäm. So. Ha. Nein! Sind tot. Game over. Leute, ich habe es tatsächlich geschafft, in Paper Mario Game Over zu gehen. Aber wenn du mit keiner Energie reingehst, dann gehst du auch ohne Energie raus. Ich beende jetzt an der Stelle den Part. So, Game Over, lass ich jetzt nicht auf mir sitzen. Damit ihr nicht nochmal den ganzen Spaß miterleben müsst, werde ich jetzt das Ganze jetzt offscreen machen für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt Kommentar, vergiss Wertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich habe Game Over hingelegt, Leute. Seid stolz darauf, dass ihr es mitsehen durftet. Bei Paper durfte ich gar kein Game Over sehen. Also, bis dann und ja. Fick dich, Game Over. Das soll ich vorweg noch nachher sagen, weil das gehört dazu. Nochmal für dich zu mitschreiben. Fick dich, Game Over.